Hallo, willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video und heute ein kleines Update zum Event World Championship 2022 in London. Im Hintergrund seht ihr mein Gala-Flunschlick aus dem Durchbruch. Das war mein vorletztes. Einen bekomme ich noch. Lasst auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, das Video ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie das Event bei euch gelaufen ist. Und hattet ihr schon Glück mit dem Durchbruch mit Flunschlick? Was danach kommt, weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Ich hoffe auf jeden Fall irgendwas Cooles. Und dann kriegen wir hier im Hintergrund die Quest abgeschlossen, die jeder hatte. Die hat sogar Top-TMs gegeben. Also ich hoffe, ihr konntet die machen. Die war ja nicht so schwer, die Aufgabe. Und man hat natürlich eine Pokémon-Begegnung mit dem neuen kostümierten Pikachu bekommen, was man nur aus Quests bekommen hat. Wenn man ein wildes Pikachu gefunden hat, war es halt ohne Kostüm. Und ja, vielleicht hattet ihr ja Glück mit eurem Pikachu. Habt ihr schon von einigen gesehen, mitbekommen, die haben ihre Shinies schon gepostet, deswegen schreibt gerne rein, ob ihr da Glück hattet. Und ja, dann, wenn wir das hier gefangen haben, kommen wir noch zu der befristeten Forschung. Da gab es ja in den ganzen Twitch-Streams immer zu der Weltmeisterschaft zu Pokémon Go einen Code, den man einlösen konnte einmal. Dieser Code hat eine Forschung freigeschaltet. Man musste aber natürlich immer, wenn der Code gepostet worden ist im Chat, ziemlich schnell sein. Den musste man innerhalb einer Stunde eingelöst haben und hat halt hier verschiedene Superliga-Teams, die man hier, wie ihr sehen könnt, fangen kann. Ich habe mich für das Piondragi-Team entschieden mit Panzer Aeron und Sumpex. Aber so wie ich die Ankündigung verstanden habe, ich weiß nicht, ob ich die falsch verstanden habe oder nicht, oder es einfach von den ganzen News-Seiten falsch interpretiert worden ist. Es hieß ja, man kriegt ein fertiges Superliga-Team. Und ja, es war aber nicht fertig. Man hätte es pushen müssen. Man hätte noch eine zweite Ladeattacke draufpacken müssen. Also das heißt, für Leute, die Anfänger sind, ja, teuer. Und vielleicht haben die auch gar nicht die Ressourcen. Und für Leute, die halt schon so weit sind wie ich, die seit 2016 spielen, eher enttäuschend, weil ich habe schon Sumpex, ich habe schon Panzer Aeron und einen Pyrandragi für die Superliga. Also von daher, weil es nicht fertig war, eigentlich, außer halt die Pokémon-Begegnung, Bonbons, Sternstaub und die paar Items, die man bekommen hat, eigentlich fast nicht lohnenswert, aber für so eine kleine Gratisforschung nehmen wir es natürlich gerne mit. Ja, ansonsten fand ich das Event gar nicht verkehrt, denn Zubiris ist häufiger gespawnt, was natürlich mehr Sternstaub gibt, was natürlich gut ist. Ein bisschen schwieriger zu fangen, frisst ein bisschen Bälle, aber für den Sternstaub nehmen wir es natürlich mit und schreibt natürlich gerne rein, hattet ihr auch Glück und habt die Forschung erhalten und abgeschlossen. Vielleicht hattet ihr ja sogar Glück. Einige der Pokémon aus der Forschung hätten sogar Shiny sein können. Und dann kommen wir auch zu den Shinies, die ich während des Events fangen konnte. Und zwar das Zombiris, was mir noch fehlte. Leider kein gutes, aber jetzt habe ich es auch in Shiny. Das heißt, in diesem Video seht ihr zwei neue Shinies, die ich noch nicht hatte. Denn wir kommen noch zu einem, was mich noch mehr gefreut hat, weil ich einfach dieses Shiny mag. Ein blaues Potrot. Nice. Habe ich auch gefunden, Wetter geboostet und mitgenommen. Leider auch keine gute IV. Das war leider das kurze Update-Video zum Event. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da und schreibt gerne rein, wie es bei euch gelaufen ist. Und ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Video oder Livestream. Und damit ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.